Sie alle kennen sicher den Europapark Rust. Sein Gründer, Franz Mack, ist gestern im Alter von 89 Jahren gestorben. Franz Mack gilt als einer der Pioniere im Achterbahnbau. Mit Schaustellerwagen und kleinen Karussells hat Mack damals ganz klein angefangen. Später dann, da brachen seine Fahrgeschäfte und Achterbahnen Rekorde. Erst recht ab Mitte der 70er, als das Geschäft mit dem Europapark richtig losging. Heute ist Rust der größte Freizeitpark Deutschlands. Ein Journalist hat meinen Vater mal als Schwarzwälder Eiche mit blauen Augen geschildert. Ich glaube, das trifft wirklich auf ihn zu. In der Familie war er vollkommen Familienvater. Aber er war im Großen und Ganzen also sehr, sehr fleißig und auch, soll ich sagen, manchmal ein wenig brummig. Aber das gibt es halt im Geschäft, oder? Er ist ein sehr menschlicher Chef. Gell? Er geht um das Volk, er spricht mit jedem Arbeiter, er spricht auch mit allen Leuten im Dorf. War mal irgendwo was wegen verkehrt, man wollte es wegen verheimlichen, dass er nicht gleich sieht, dann stand er schon hinter da. Vor allen Dingen hat er immer alles gesehen. Und hat kurz geschaut und dann lief er weg und hat nur den Kopf geschüttelt. Also ich habe den Franz Mack kennengelernt als angenehmer, ehrlicher, offener Verhandlungspartner. Es hat halt diese Spuren im Geschäft und überall. Wenn es halt nicht gespurt hat, dann war Feierabend am Tag. Er ist aus hartem Holz geschnitzt. Er steht für den Erfolg der Produktionsfirma, aber auch für den Erfolg für diesen Europapark durch seine Risikobereitschaft. Er hat immer versucht vorzuleben und hat natürlich dann auch entsprechende Leistungen von den Mitarbeitern erwartet. Ja, morgens um 7 Uhr ging es los in Fabrik, dann hast du durch die ganze Halle gelaufen, geschaut, ob das alles klappt, in Ordnung ist. Aber ein guter Familienvater war er. Auch zu seinen Buben war er gut. Es gibt halt einmal bum, 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 aber sonst war er toll. Ich erinnere mich noch daran, dass wir immer im Park am Karpfenteich angeln gegangen sind. Er ist also überaus beliebt, weil er eben nicht arrogant ist. Er war ein strenger Vater. Er ist heute im Alter von 81 Jahren etwas demütiger, etwas weicher, etwas sanfter geworden. Er ist sehr ruhig, sehr bescheiden, auch sehr herzlich, aber zeigt sich, der kann sich zeigen. Schöne Erinnerungen, also auch viel Zeit, die er für uns Enkel hatte. Ein Visionär, was man an der Entwicklung auch des Parks sieht. Wenn er eine Idee kettet und man hat eine andere Kette, und nicht dann gegeneinander abwogen, was manchmal sehr schwer ihn aus dem Kanal rauszukriegen. Gern mit dem Roland diskutiert. Weil der Vater immer Rust gefordert. Er ist fordernd, aber auch gütig und gerecht. Er lebt halt mit dem Geschäft und heute noch. Obwohl ich immer sage, bleib jetzt mal daheim. Aber das nützt nichts, da muss er raus. Er ist ein Vorbild. Ich habe große Achtung vor ihm. Er war also absolut. Der Boss. Er hat gewusst, was er will und hat es auch so gesagt und auch so zum Ausdruck gebracht. Und man hat gewusst, wo man dran ist. Das war ein guter Auftraggeber. Für uns war es natürlich eine Respektsperson. Ein guter Mensch. Man hat gleich gemerkt, dass er weiß, was er möchte und so weiter. Hat er sehr viel diskutiert und da gab es manchmal auch ein bisschen scharf zu, aber sie haben im Großen und Ganzen sind sie sich immer wieder einig gewesen. Wenn wir es genauso anpacken, wie er es 60, 80 Jahre zum Wohle des Unternehmens gemacht hat, dann wird es auch mit dieser Unternehmung noch viele Überraschungen geben. Andere haben ein Hobby im Tennis und sonst wo und der Park ist aber auch heute noch sein. Thank you.
viel Glück wünsche ich den Junioren, damit sie weiterhin gute Geschäfte machen und dass sie den Park weiterhin zum Erfolg führen. Das ist die Hauptsache.